Herzlich willkommen, liebe Naturfilmfreunde, wieder bei Uncropped Media. Diesmal nehmen wir euch mit auf eine Wanderung entlang des Hron. Der Hron ist der zweitlängste Fluss der Slowakei und auf Deutsch heißt der Hron Kran. Und hier in dieser Region, wo der Hron entspringt, diese Region nennt sich Horronje oder auch Oberkrangebiet auf Deutsch. Bereits der römische Kaiser Marc Aurel erwähnte den Fluss in seinen philosophischen Schriften. Und auch für verschiedene Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in der Slowakei hatte der Fluss eine gewisse Bedeutung. So benannte sich zum Beispiel der slowakische Schriftsteller Josef Ziger nach diesem Fluss und gab sich den Namen Josef Ziger Hronský. Hier entspringt der Hron auf einer Seehöhe von 935 Metern. Nach Westen fließend, bei Banská Bystrica, nach Süden abbiegend, erreicht er dann nach einer Gesamtlänge von knapp 300 Kilometern die Donau, in die er mündet. Unweit des Quellgebietes durchfließt der Hron eine Hochebene. Hier windet sich der Fluss auf einer Fläche von mehr als 100 Hektar in unzähligen Mäandern durch die Landschaft und bildet somit ein einmaliges Biotop. Der perfekte Lebensraum für viele geschützte, seltene Tiere und Pflanzen. Nicht nur der Fluss hat einen Anfang, auch das Jahr. Und so beginnen wir unsere Erzählung vom Anbeginn des Jahres. Das Oberkrangebiet liegt eingebettet zwischen den Bergen der niederen Tatra im Norden, welche eine Höhe von mehr als 2000 Meter erreichen, und den südlich gelegenen Höhenzügen des Moranplateaus. Das sorgt für reichlich Schnee im Winter, der hier meist ein halbes Jahr die Landschaft fest im Griff hat. Im Winter bilden die Mäander des Hron einen deutlichen Kontrast zu den weißen Flächen des Schnees. So werden sie besonders gut sichtbar und auch die zahlreichen Verästelungen lassen sich gut erkennen. Die Natur liegt in tiefem Schlaf und wartet auf ihr Erwachen im Frühling. Diese Stille, Reinheit und Unberührtheit birgt eine ganz besondere Faszination. Doch irgendwann geht auch der längste Winter zu Ende. Er zieht sich in die Berge zurück und schaut von da argwöhnisch auf die noch braune Natur. Zeit für uns, den Frühling zu begrüßen und unsere Wanderung zu beginnen. Die Quelle des Hron ist noch von Schneeresten umsäumt. Der schneebedeckte Gipfel der Králová Hola spiegelt sich in einem der zahllosen kleinen Wasserläufe auf den sumpfigen Wiesen der Hochebene. Die Natur erwacht jeden Tag ein Stück mehr und der Falke wärmt sich in den Strahlen der Frühlingssonne.
begeben uns auf die Suche nach den ersten Frühlingsblumen. Vor der malerischen Kulisse der schneebedeckten Gipfel leuchten die Krokusse in ihren unvergleichlichen Blautönen. Bei Telgard bietet sich dem Wanderer eine Rarität des Eisenbahnbaus. In den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde die sogenannte Telgarder Schleife gebaut. Diese besteht aus einem spiralförmigen Schleifentunnel mit 360 Grad. Die Strecke ist eine einmalige technische Lösung zur Überwindung des großen Höhenunterschieds von 172 Metern auf einem relativ kurzen, nur 12 Kilometer langen Abschnitt. Diese erreicht hier eine Seehöhe von 957 Metern. Das ist der höchste Punkt der slowakischen Eisenbahn mit normaler Spurweite. Der Frühling hat es schwer im Oberkrangebiet. Über Nacht ist der Winter zurückgekehrt und bedeckt alles mit Schnee und Eis. Der aus seinem warmen Überwinterungsgebiet in Afrika zurückgekehrte Schwarzstorch schaut etwas irritiert in die Gegend und fragt sich wahrscheinlich, ob er sich in der Jahreszeit geirrt hat. Dieser beeindruckende und wunderschöne Vogel ist in Europa ziemlich selten geworden. Er erreicht eine beeindruckende Spannweite von fast 2 Metern und baut seine Nester meist in großem Abstand zu menschlichen Siedlungen in unzugänglichen Waldgebieten. Die Kraft des Winters ist nun endgültig gebrochen. Die immer höher steigende Sonne schmilzt das Eis und viele kleinere Gebirgsbäche speisen den Ron mit glasklarem Wasser. Die Natur erwacht, überall sprießen Blumen und der Kreislauf des Lebens beginnt von vorn. Es ist die Zeit der Paarung und Fortpflanzung. Diese Pferdebremse gehört zu den größten europäischen Bremsenarten und wird bis zu 25 mm lang. Auch wenn natürlich einige der Insekten als ziemliche Plagegeister gelten, hat trotzdem jedes Lebewesen seine Berechtigung und gehört zum großen Ökosystem dazu. Und es ist faszinierend, dieses Exemplar aus nächster Nähe bei der Eiablage zu beobachten. Es saugen übrigens nur die Weibchen Blut. Die braunen Facettenaugen sind typisch für die Pferdebremse. Die etwas kleinere Rinderbremse hat grünliche Augen.
Ebenfalls mit der Fortpflanzung beschäftigt sind diese Soldatenkäfer. Sie sind 10 bis 15 mm lang und gehören zu den sogenannten Weichkäfern, deren Körper nur schwach sklerotisiert sind. Hauptsächlich ernähren sie sich von kleineren Insekten, wie zum Beispiel Blattläusen oder winzigen Schnecken. Da wir am Fluss unterwegs sind, interessiert uns natürlich auch, was im Wasser lebt. Vor allem hier am Oberlauf, wo das Wasser meist noch flach und klar ist. Im Jahr 2021 wurde dieser Winzling in der Schweiz zum Tier des Jahres gekürt. Es ist der Bachflohkrebs, der nur in unverschmutzten Gewässern vorkommt. Diese kleinen Süßwasserkrebse sind etwa 15 bis 20 mm lang und bewegen sich hauptsächlich seitwärts schwimmend vorwärts. Als Bioindikatoren in Fließgewässern spielen auch Köcherfliegenlarven eine wichtige Rolle. Wie es der Name verrät, handelt es sich um die im Wasser lebenden Larven der späteren Köcherfliege. Charakteristisch sind die Köcher genannten Wohnhöhlen. Diese werden aus einem Sekret gebaut, das die Larven aus den Labialdrüsen am Kopf abgeben und mit dem sie ein Gespinst bilden, ähnlich dem der Kokonseide der Schmetterlingsraupen. Die meisten Köcher bestehen aus kleinen Steinchen oder organischen Stücken, die mit Hilfe des Sekrets zu einer Röhre verklebt werden. In ruhigeren und sonnigen Buchten befindet sich die Kinderstube kleiner Jungfische. Wenn sie größer werden, wandern sie später flussabwärts. Zeit wieder aufzutauchen. Im Juni sind die Tage warm und lang. Und die Sonne scheint bis in die späten Abendstunden. Das ist ideal für viele kleine Insekten. Die Mücken tanzen über dem Wasser und die Eintagsfliegen versammeln sich zu ihrem Hochzeitsflug, der gleichzeitig ihren Tod bedeutet. Es ist auch die Zeit, in der auf den Wiesen die größte Vielfalt an Blüten herrscht. Fast unüberschaubar ist deren Anzahl und Artenreichtum und erinnert an ein impressionistisches Gemälde. Viele seltene Schönheiten und Kostbarkeiten sind darunter. Ein wirkliches Schatzkästlein der Natur. Unter anderem findet sich zum Beispiel die Trollblume, deren Blütenkopf bis zu 3 cm Durchmesser aufweist, und auch das Symbol der Grafschaft Glatz ist. Verschiedene Orchideenarten, wie zum Beispiel das Knabenkraut oder Kuckuckslichtnelken, leuchten in Blau- und Lila-Tönen. Der Wiesenknöterich bildet dichte Formationen, die wie Wälder wirken.
Die meisten Berge der Region bestehen aus Karstgestein, was die Bildung von vielen Höhlen ermöglichte. So gibt es reichlich 7000 Höhlen in der Slowakei, eine davon hinter uns, viele davon unerschlossen und für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Wer diese Höhlen begehen möchte, sollte das niemals allein tun, immer zu zweit oder zu dritt, eventuell sogar jemanden draußen lassen, dass, falls mal etwas passieren sollte, noch Hilfe geholt werden kann. Oder ihr sagt jemandem Bescheid, wo ihr hingegangen seid. Das Beste ist allerdings, dass ihr euch einen ortskundigen Führer mitnehmt, der euch in diese Höhlen mit hineinnimmt. In den Wintermonaten dienen diese Höhlen auch vielen Tieren als Unterschlupf. Sie dienen als Fledermausquartiere oder auch Bären und andere Tiere nutzen das für den Winterschlaf. Deswegen sollte man gerade in den Wintermonaten nicht in diese Höhlen hineingehen. Jetzt im späten Frühjahr oder im Sommer ist es natürlich weitaus besser. Man stört niemanden. Und dem Abenteuer Höhlenforschung steht nichts im Wege. Seit 1960 gehört Červená Skála als Ortsteil zu Šumiac. Namensgebend sind die roten Felsformationen. Direkt an der Bahnstrecke gelegen, bildet der Ort mit seinem Bahnhof den Anschluss für Šumiac an das Eisenbahnnetz. Die Nutzung des Zuges ist absolut empfehlenswert. Und eine Fahrt durch die romantische Landschaft wird zu einem ganz besonderen Erlebnis, zumal es hier noch eine richtige Eisenbahn und klassische Lokomotiven gibt, mit Wagen, in denen sich sogar noch die Fenster öffnen lassen. Auf dem Friedhof kann die wechselhafte Geschichte und Besiedlung des Oberkrangebietes abgelesen werden. Vor allem Deutsche haben immer wieder zur Prägung der Region beigetragen. Ihnen wurde bei Bad Zuch ein Gedenkstein zur Würdigung gesetzt. Zu den bekannteren Orten im Oberkrangebiet gehört neben Helba und Helgard auch Šumiac. Der Ort wurde im 15. Jahrhundert gegründet und weist noch viel Substanz der typischen traditionellen Holzhäuser auf. In der Ortsmitte wurde eines davon als Museum hergerichtet. Es beherbergt die Šumiacer Heimatstube, in der man viel über typische Einrichtungsgegenstände und Trachten der Region erfahren kann. In Šumiac ist auch eine der bekanntesten Gesangsgruppen des Oberkrangebietes beheimatet.
Diese hat immer wieder viele Preise gewonnen, unter anderem auch bei bedeutenden internationalen Wettstreiten, so unter anderem auch einen ersten Platz in Moskau. Die Pokale und Urkunden können ebenfalls in der Heimatstube bestaunt werden. Etwas Wichtiges darf aber nicht fehlen. In der Slowakei hat die Schafzucht einen hohen Stellenwert. So natürlich auch im Oberkrangebiet. Zum einen handelt es sich hier um einen absolut ökologischen und schonenden Anteil der Landwirtschaft. Und zum anderen dienen die Tiere auch der Landschaftspflege. Außerdem werden hier überaus hochwertige Produkte hergestellt. Von Milch über Käse, Joghurt, Jinjitsa und Brinza bis hin zu Kleidung und anderen Produkten aus Schafwolle. Hier endet der erste Teil unserer Wanderung entlang des Hron. Wir sehen uns im zweiten Teil wieder, dann am Mittellauf mit einer Vielzahl an sehenswerten historischen Orten und Bauwerken.